Scheiße, Wassermelon. Ah doch, habe ich. Habe ich freigeschaltet wegen dem Animal. Ich könnte einen Lederrucksack machen. Plus 6 Anzugslots. Minus 10% Tragekapazität von Erzen. Hm. Ich weiß, Rang 3, also Bearbeitungsbank. Das kostet 10 Epoxid, 120 Eisennägel, 40 Eisenbarren, 24 Seil, 12 Stein, 200 Holz. Dafür können wir nachher den Betonmischer freischalten. Junge, ich bin immer noch am Kürbis suchen und du bist schon Betonmischer. Thermoskanne? Elektronische Geräte? Fernglas? Ja. Fischfalle? Machst du gleich einen Computer oder was? Kleine Eisenkiste? Mittlere Eisenkiste? Her, Eisenschrank? Einen Biofuel-Radar? Was? Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Einfache Deckenlampe? Was? Benötigt Glas? Blutverdünnungspille? Was? Platinaxt. Was? Eine Rauchgranate? Gibt ja auch eine Wasserbombe, ne? Ein Feuerlöscher! Einen Entfeuchter! Okay, ich hab einen Bär gesehen. Ich hau ab. Eiserne Anbaufläche? Was? Biosprit-Komposter? Für das Biosprit dann, Biokraftstoff-Tiefenbaubohrer. Umbaubank? Pistole? Schrotflinte? Du, das ist super, ne? Was? Bierflasche? Weinflasche? Glasgefäß? Was ich jetzt auch wieder gemacht habe, ist mit dem Sammeln von Dingen fast drei Viertel von Level 14 gemeistert. Nur durch Scheiße sammeln. Betonträger? Ja, Mann, der überhaupt nicht. Ich glaube, ich rede hier irgendwann Scheiß durch. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, was ich machen kann. Ja, Schaufel? Viel, ne? Für was kann man Schaufel? Schaufle Schnee und begrabe einen Freund. Wow. Ja, du, dann ciao, ne? Stahlschraube. Was? Ich probiere zurückzukommen. Ich habe alles gefunden, nur... Ich habe alles gesehen. Eine Laterne, brauche ich Glas? Was? Das darf doch nicht wahr sein. Sind wir jetzt wirklich so blöde? Und finden diesen scheiß Kürbis nicht. Hell, hast du Zimmermannsbank freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Wir können nämlich Holzschilder. Rang 2 oder 3? Ja, Rang 2. Wir können beschreibbare Schilder platzieren. Und wir können einen Wagen bauen, bei der. Der eine Tonne trägt und unser Tier das. Zimmermannsbank kann ich noch nicht. Ich bin noch nicht Level 15. Da man es probiert. Bitte schalte das Zimmermannsbank dann frei. Dann könntest du ein bisschen in eine Richtung da. Oh, geil. Also, ich schalte mal Folgendes frei: Den Schlafmodus wäre schon ganz gut. Ja. Also, ich schalte mal einen Erarbeitungsbank. Eine Küchenfläche könnte ich bauen. Platinhammer. Platinblock. Aber wie baue ich dann Platin ab? Ich weiß nicht. Also, weiter geht's im Klartext. Dann hier Fellbrustpanzer. Fellhelm. Fellfußding. Okay, ich habe meine Dinge. Aber so, ich brauche nur einen einzigen scheiß Kürbis, ne? Also. Warum?
Warum will man uns das nicht geben? Haben die Entwickler was gegen uns? Hat das Spiel was gegen uns? Ich werde mit dir nächstes Mal finden, weil ganz viele. Nein, nein, nein. Wir finden hier auf dieser Erkundungstour in den nächsten 6 Stunden finden wir nichts. 6 Tage. Ja, dann halt 6 Tage. Inventar voll. Der meckert auch immer auf hohem Niveau. Die wachsen noch auf dem Boden, oder? Da sind wir ganz doof. Also, ich bin geflasht. Ich bin schockiert. Das Haus nimmt Form an. Ich bin ebenso schockiert, dass ich hier gefühlt 2 Stunden durch die Gegend hampel und nichts finde. Nein, doch nicht den Holzboden zerstören, Uli. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Echt. Ob wir hier uns blöde anstellen. Aber ich weiß, wir haben irgendwann auch schon gefunden. Ja. Aber ob es auf dieser Mission ist, ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht. Gibt's pro Mission irgendwie disabled Gegenstände, die man gar nicht finden darf, kann? Wenn ich das wüsste. Ja, dann würde wahrscheinlich auch nicht die Frage stellen, wo finden wir Speisekürbis? Genau. Würde ich mal behaupten. So, ich blute oder was? Eine Wunde, dann mach doch Blutus. Till. Ja. Wir haben schon. Ich weiß. 10. So, by the way. Ich gehe doch jetzt mal durch den Fluss oder. Ja, anderes halt durch den Fluss. Es ist ein See. Ein begehbarer See. Ja, also ich bin zufrieden mit unserer Hütte. Dann bin ich es auch. Alter, ich kann halt immer noch nur Kupfer und Eisen herstellen. Ich darf Platin. Also wie, du musst jetzt immer noch Kupfer herstellen oder darfst Kupfer herstellen? Oder willst du schon was Nächstes herstellen? Wo baue ich eigentlich des Dingens Kochstelle? Nein, wo baue ich denn jetzt überhaupt? Wo muss ich denn? Hä? Textilienbank hier, Felle. Oh. Okay, Widerstand gegen Aussetzung. Das darf nicht wahr sein, also wirklich. Also auf das freue ich mich nächste Session. Ich freue mich gar nicht. Ich habe zwar jetzt einen schönen Garten gebaut. Ich Mais kann geröstete also Speis. Ich kann verkohltes Mais herstellen. Was? Verkohlter Mais? Ja. Also an der Feuerstelle. Ach so, ja. Popcorn oder sowas in der Art, ne? Shit. Ist die ausgegangen. Oh, ist doch kacke. So. Oh, ich habe immer noch Talentpunkte, die ich einsetzen könnte. Erhöhte Ausdauerregeneration, das ist doch was Gutes. Alter, ich brauche jetzt einfach mal 75
1000 XP. Achso. Ich dachte, ich brauche 75.000 Steine, ne? Ich glaube, so viel brauche ich dann wirklich. Ja, weiß nicht so genau, ne? Man weiß es echt nicht. Alter, ich kann einfach nachher mit dem Betonmischer spielen. Ob das eine gute Idee ist, was du mit dem Betonmischer spielst? Ich hör Geklopfe hier. Bin ich schon fast. Ich bin da. Ja. Ich bin zu Hause, Motti. Oh, geh weg. Jetzt muss ich wieder für zwei Personen essen, kochen. Ja, wer kocht hier am meisten? Keine Ahnung. Eat.ch. Ach, die Scheiße. Oh. Okay, ich habe oben Kisten angebracht in die obere Etage. Ja, wir haben mal 185 Bären, ne? Also. Bitte dem Tier geben zum Essen. Pilze, ich bräuchte Pilze. Speisekürbis, immer dieses scheiß Speisekürbis. Fanny, gibt es hier irgendein Lexikon oder so? Oder irgendwas, wo wir das. Müsste man nachher offscreen mal schauen. Auszeichnungen, ja, was gibt's denn hier? Nicht wirklich was. Icarus Speise Kürbis. Speisekappes. Icarus Wiki. Ja, vielleicht ist da. Was brauchte ich jetzt? Stein. Denn? Toll. Ach, Food. Bestimmt Food. Okay, Speisekürbisse findet man in den Wüstengebieten. Ach so, ja, dann warst du auf der richtigen Spur. Ach. Ja, ist eigentlich logisch vom Bild her, ne? So ein Speisekürbis ist ja ausgedörrt. Logic over 9000. So, Till, ich lasse das mit dem Dingens, mit dem Boden, bis hierhin ist Boden, der Rest so, hier ist frei offen. Echt, hohe Freiheit. Oh, oh, oh. Dann haben wir wirklich mehr Platz für Crafting-Sachen, für Kisten, dann können wir Kisten irgendwann mal noch anschreiben. Ja. Das wird was und so kurz 30 Minuten vor Timerende von der Mission geben wir uns dann mal zum Eisgebiet. Oh, jetzt kann ich Hirsche einfach aus dem Fenster abschießen. Das ist doch auch schön. Ohne Gämse. Gämse tot. Hasen. So, nächstes Ding rein. Perfekt. Hier noch Wasser holen. Ja, dann haben wir's. Jo, ich denke mal. Also dieses Forecast-System finde ich nice. Wirklich. Hier können wir jetzt alles mit Kisten vollstopfen. Nö, hier können wir Schießscharten bauen. Oder wir bauen ja, einen Ofen und so rauf. Oder die Kochstelle, dass man hier so einen Durchgang hat. Ja, man kann hier sicherlich so ganz viel schönes Ding. Ja, aber das machen wir dann nächste Woche wahrscheinlich. Jo. Auf jeden Fall. Jo. Gut. Ja.
Dann danke fürs Zuschauen. Danke fürs Aushalten. Ja, fürs Aushalten. Tills vergebene 3 Stunden Expedition nach Kürbisse. Wir haben nur 2 Stunden aufgenommen, aber egal. Ja, müssen wir wirklich dann irgendwann. Aber es kann doch nicht sein. Dann müssen wir wirklich irgendwie. Wenn ich so knapp Level 15 bin, ich bin Ende 14, wenn ich anfangs 15 bin, dann renne ich ohne irgendwas hoch. Falls ich getötet werde, wäre es nicht schlimm. Junge. Gebetene Gäste. Geschlossene Gesellschaft. Können wir kurz. So, also. Irgendwas Alter, wir haben hier. So viele Knochen. Oh mein Gott. Ja, dann war's das für heute, ne? Sehen wir uns in der nächsten Runde wieder und ich hoffe mal, dass wir andere Dinge eventuell lösen dürfen. Nächstes Mal Schneebium. Stimmt. Jo. Schön wär's. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Und bis dann.